Leute, hallo und herzlich willkommen zu Vitamin X. Gegenüber von mir, wie immer, der Rattensniffer eures Vertrauens, der Mann, der heute schon mehr geschwitzt hat als wir alle zusammen. Salim Samatu, danke, live aus Rosenheim. Und zu meiner Linken, der Mann mit den Muskeln. Salim Samatu. Nein, Quatsch. Zu meiner Linken, Nikita Miller. Das Gegenteil von Salim. Das Gegenteil von Salim. Absolut. Der erste echte Tschetschene in der Runde. Das Geheimnis verraten, ja. Wie ich es geschafft habe, 3 Klos zu haben. Ich bin witzig. Du hast mich sehr belesen, Alter. Simpel, aber nicht einfach. Und du warst mal Türsteher, das heißt, du kannst richtig gut Leute. Er hat mich nie reingelassen in Stuttgart. Ich hätte euch alle nicht rein. Dich hätte ich auch nicht reingelassen. Mich lässt du jetzt nicht in die Schwarze Show rein, Alter. Also während wir bei der DRBW waren, hat er vom Pure gestanden, die Leute nicht reingelassen. Das ist witzig, weil du kannst dich gar nicht erinnern. Ich war nicht so der Filterer. Der Filterer war so der Boss und du stehst hinter ihm. Du greifst nur ein, wenn jemand... Genau. Du hast nur so dieser Sire, wie bei The Dictator. Ganz genau, das war der, der so mit dem Finger schnippt und kommt und... es war eine... Du warst dieser Vernichter. Voll schade, komm dir gar nicht gerecht, Alter. Weil du wärst eigentlich voll gut zum jemanden überzeugen. Du so, hey, hier ist ein Club, ist Alkohol. Ja, also es gibt schon... Ich habe schon an Türen gearbeitet, wo du selber entscheidest, wer reinkommt, wer nicht. Und es gibt auch Türen, wo der Veranstalter kommt und sagt, ey, ich stelle mich vorne hin. Der hat dann auch manchmal so eine kugelsichere Weste an, weil er klein und dünn ist. Und es wirkt provokant für die großen, starken Ochsen, die dann gehört, denen du sagst, ey, du kommst nicht rein. Und dann gibt es solche, die sagen, hatte ich auch schon erlebt, die sagen, alles, was dunkler ist als ich, kommt hier nicht rein. Und der Typ war so richtig weiß, war so ein Albino. Ja, der war durchsichtig. Aus dem Spermaglas. Zack, ja, alles gut. Ja, die filtern nach Hautfarbe in Clubs. Nicht in allen. Ja, nicht in allen. Aber ich sag dir, ich war in meinem Leben außerhalb meines Türsteherjobs noch nie in einer deutschen Disco, weil ich nie reingekommen bin. Echt? Aber sei mal ehrlich, diese Typen, wir haben verschiedene Filtermethoden. Der Typ, der nach Hautfarbe gefiltert hat, waren das nicht die friedlichsten Nächte? Ja, tatsächlich war das so. Tatsächlich war das so. Deutsche pöbeln ein bisschen, sind laut, provokant, aber letzten Endes sind die harmlos. Und wenn es an die Ehre geht, dann ist es. Wir hatten einmal einen Neuling, der kam aus einer russischen Disco. In der russischen Disco ist es so, wenn du zum Beispiel als Gast im Nichtraucherzimmer dir eine Zigarette anzündest und das vor dem Türsteher, dann weiß der Türsteher, okay, der will jetzt mit mir rausgehen. So, das ist so. Und das wusste er nicht. Der kommt also in den deutschen Club, erster Tag. Da steht ein Typ, zündet sich eine Kippe an, er geht hin, bam, weg. Der Typ liegt flach, völlig im Arsch. Der Veranstalter kommt und sagt, was ist los, bist du, warum? Und er sagt, der wollte mich schlagen. Der so, nein, der hat nur geraucht. Ja, ich weiß, der wollte mich schlagen. Und er so, ey, bring ihn hier raus, weil... die Leute filmen schon, bring ihn raus. Und dann nimmt er den so am Bein und schleift ihn raus. Seitdem heißt diesen Disco Freitag der 13. Und der Veranstalter sagt, Alter, nicht vorne raus, hinten raus. Die ganzen Dinge nochmal, die Treppen runter. Ganz genau, Hintereingang, wo keine Kameras sind, Treppen runter und der Kopf von diesem bewusstlosen dum, 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 dann liegt er draußen. Hat er währenddessen noch geraucht oder ging da gar nichts mehr? Da ging gar nichts mehr. Das war das Krasse, pass auf. Der war dann draußen, wir haben ihn draußen hingelegt, in die Gasse, wo die ganzen Mülleimer sind und so. Und ein anderer Türsteher kommt und sagt, guck mal, was du gemacht hast. Du hast ihn kaputt gemacht. Und dann sagt er, nein, der war schon so. Und der so, nein, Mann, der war noch nicht so. Das ist Platzwunden, Willy. Er liebt das. Und er sagt, der war noch nicht so. Seine Augen waren zu, jetzt sind die offen. Der Typ lag wie eine Leiche, die Augen weit aufgerissen. Du hast ihn kaputt gemacht. Und dann gehe ich so zu ihm hin und fuchtel so mit der Hand. So, hey, ist alles okay? Geht's dir gut? Und der Typ liegt da, also so auf der Straße, so liegt da. Und mit letzter Kraft nur so. Ganz kurz. Dieser Türsteher aus der Geschichte, warst du das oder weißt du da jedes Detail? Ach, weißt du. Vor allem auch den Punch, wo du so, bam, bam, flachgelegen. Er hat den so alleine durch den Club geschleift. Das ist aus Ego-Shooter-Perspektive. Ich will niemanden in die Pfanne hauen, schon gar nicht mich selbst, deswegen. Vor allem, dass du dir diese Story die dümmste Rolle gegeben hast. Das auch der Vernünftige danach. Nicht vernünftig, der dümmste. Der Typ liegt da, 5 Platzwunden, halb tot, geht's dir gut? Natürlich, so kennen wir unseren Nikita. Das ist er der Typ, der zu halbtoten wird. Geht's dir gut? Können wir nochmal auf Reset stellen? Wenn wir auf Reset stellen, geht's aber an der Stelle los, wo du dich entscheiden musst, in welchen deiner 3 Klokabinen du gehst. Aber welche Diskos sind am friedlichsten? Wo hattest du am wenigsten zu tun? Sagen wir mal so.
Nummer 1 ist Hautfarbenfilter, das wissen wir. Was ist 2, 3, 4? 2, 3, 4, also am wenigsten zu tun, so, ja, es gibt ja diese Klischees, ne? Deutschen sind friedlich. Sind sie? Am wenigsten zu tun. Am wenigsten zu tun hast du auch in russischen Diskurs. Weil, wenn nur Russen reingehen. Wenn nur Russen reingehen, weil wenn einer dir blöd kommt, was sehr selten ist, dann will er mit dir raus und dann geht's richtig los. Aber da ist keiner, der sagt, ich mach dich fertig und dann legt sich das. Es ist immer so, wenn einer was sagt, dann will er das auch. Und das wollen halt die wenigsten. Wenn da lauter so Boxer stehen an der Tür und alles und da ist da so ein Holzrusse und denkt sich, soll ich mir das geben? Waren da auch Tschetschener? Weiß ich nicht, ich kenne die so nicht, weil es gibt Leute aus Kasachstan und Usbekistan und so. Das also hast du noch keinen direkten Tschetschenen-Kontakt? So nicht. Salim ist ja Tschetschenien-Fachmann, deswegen interessiert das auch noch. In Österreich benutzen die nur Tschetschener so der Rolls Royce, der Türsteher. Okay. Der ist so der Höchste, dann kommen so normale Russen, in Anführungszeichen. Aber Tschetschener, kennst du, die immer so Blumenkohlohr haben. Ja, so Kapiten, das sind der Ringer. Genau, du hast so diese perfekte Kombination aus russischer Kalkül-Coolness, du weißt, was du willst, und diesem muslimischen, kranken Fanatismus. Ja, raus kommt Khabib. Ja. Das ist wirklich. Muah, Alter. Weil wir das verfeiert. Das ist halt Bandshit. Ey, wir hatten eine Show, da kam eine Tschetschenerin, ich wollte sie on-site heiraten. Ja. Da kam so eine Tschetschenerin, die so, oh, cool, dass sie über Tschetschenien redet. Ich so, tschetschenische Frau, Alter. Letzte Woche nach der Show kam der Tschetschenin, wir dachten erst, die Brüder kommen, wir sind tot, weil wir die ganze Zeit über Tschetschenien reden. Und der hat es gefeiert. Ja, weil keiner über die spricht, ne? Genau, weil keiner über sie spricht und plus russische Frauen. Das ist wie Georgien, keiner weiß, was über die. Oder Moldawien. Ja, genau, Weißrussland und so. Das ist aber Moldawien haben doch diesen krassen, diesen Dodon als Herr. Ist das nicht Moldawien oder ist es? Oh, die sind alle toll. Die haben auf jeden Fall so. Wir hatten auch mal einen im Club, habe ich per Funks einen Spruch gekriegt, ey, Alkoholvergiftung auf der Tanzfläche, komm mal rüber. Und dann komme ich und auf der Tanzfläche liegt eine bewusstlose Frau und die war komplett weiß angezogen. Dann hast du sie nach hinten geschleift, Treppe runter und dann... Genau, genau, das war's, Geschichte zu Ende. Auf jeden Fall, die hat sich so verlaufen lassen, dass ihre Muskeln versagt haben. Und das heißt, sie war hinten, von vorne bis hinten, braun. Ist sie eingeschissen? Voll, bis zum Anschlag. Aber lag da. Von vorne bis hinten? Ja, alles hinten, voll braun, alles. Und die liegt da... Und ich sehe das und ich habe überempfindlichen Magen. Also wenn du mein Beifahrer bist, du furzt, ich bin der, der sofort anhält, aussteigt, rausrennt zum Kotzen aufs Feld. So bin ich. Okay. Ja, ich bin da so. Und so stand ich auch früher. Und die Freundinnen kommen, hey, kannst du helfen, sie uns rauszutragen? Meine Kollegen lachen sich's Brett, die können nicht mehr, die lachen sich tot und die so, hey, hier, und ich kann nicht. Digga, das klingt nach. Und dann ziehst du sie so am Hosenbein und willst sie ziehen und dann der Chef sagt, Alter, nicht rausziehen, du ziehst eine Spur durch die Tanzfläche, hör auf damit. Die Mädels und ihre Freunde haben sie rausgetragen und bringen sie auf die andere Straßenseite. Und wir haben gefragt, hey, soll man einen Krankenwagen rufen, weil die ist voll durch und alles. Und die Mädels so, nein, wir rufen die Mutter an, alles okay. Okay. Und wir, amüsiert, stehen auf der anderen Straßenseite, weil da ist der Haupteingang, beobachten das. Und auf jeden Fall... Mutter kommt aus mit voll geschissenen Hosen. Ach, die machen das immer, okay. Verstehe. Hält die Mutter an, steigt aus, sieht ihre Tochter am Boden liegen und läuft wie so ein Inspektor am Tatort zu, inspiziert das so ganz trocken und so und dann halt so im Hardcore-Schwäbisch, ach so, kommt die mir nicht nahe, gell? Dann macht die den Kofferraum auf, schmückt alles mit Zeitung, wirft die Tochter rein, Kofferraum zu und nach Hause. High five, Alter. Übel. Digga. Was du für Storys kennst. Digga, das geht ja. Hey, aber während der Story warst du. Ich war das Mädchen, das am Boden lag und den Kofferraum kam. Deswegen hast du jetzt drei Toiletten zu Hause, das ist nie wieder passiert. Nein, weißt du, was ich faszinierend finde? Hast du folgendes mal gehabt? Weil ich das wirklich mal gehabt? Es war wirklich ein traumatisches Erlebnis. Ich dachte gerade, deswegen hast du es gesagt, weil normalerweise, wenn die bewusstlos sind, Muskeln versagen, die liegen auf dem Rücken, dann passiert das voll oft, dass sie ihre Zunge verschlucken und daran ersticken. Oder ihr Erbrochenes. Ich habe Bekannte, die so gestorben sind. Krass, die sind an ihre eigenen Kotze ertrunken. Mhm. Die liegen auf dem Rücken, pennen ein, kotzen, sind aber bewusstlos, wachen davon nicht auf und das war's. Krass. Code X. Ich werde das nie wieder vergessen. Ich habe wirklich mal einen Freund. Mhm. Wirklich, ich hab mal. Deswegen bin ich Bauchschläfer seit Jahren. Nein, aber das, was du gerade gesagt hast, der perfekte Comedy. Wenn du besoffen bist, dich einfach fallen lässt,
Das ist schwierig, Mann. Wenn du eben bewusstlos, es ist ja eine Bewusstlose, es ist kein Schlaf, du bist bewusstlos. Was ist das für Gleich? Es ist schwierig so. Ja, deswegen schlafe ich auf dem Bauch. Deswegen habe ich über ein Glas Wasser. Wenn ich hier Promille habe, lege ich mich einfach auf den Bauch. Dann ist alles gut. Dann passiert mir gar nichts. Deswegen habe ich ein ökonomisches Kissen, wo ich noch fest. Kotze ich mir selbst ins Gesicht und das blubbert im Schlaf, aber ich lebe. Deswegen lege ich mir vor dem Schlafen noch einen Eimer unter den Mund. Oh, yeah. Das, was du gerade beschrieben hast, war wirklich der perfekte Comedy-Film. So, du mit deinem empfindlichen Magen. Als Film war das nicht witzig. Comedy-Magen, okay. Als Rettungssanitäter. So, du kannst nie Leute retten, weil du dich immer anekelst. Ja. So ein ja. Typ ist das. Stimmt, das wäre so. Tatortreiniger, aber ein ganz sensibel. Ja. So Dr. House, aber die umgekehrte Version. Nicht, weil ich ein Genie bin, bin ich so asozial, sondern weil ich den Job so eklig finde. Du bist wie so ein Bergsteiger mit Höhenangst. Ja. Ja, ja, das sehr ist geil. Sogar, das haben wir vor allem sehr geil. Oder ein Scharfschütze der Shield oder sowas. Jedes Mal, wenn er dieses Klatsch macht, denke ich mir, bei Spotify wieder drei Leute abgeschaltet. Das ist so toxisch für die Audio. Gib die Scharfschützengewalt zurück, du kriegst Schrotflinte. Ja, und? Das kannst du alles mit Schrotflinte und Zielfernrohr, genau. Der schielende Scharfschütze. Okay. Ey, das geile ist der Headline. Beste Film, ja, Alter. Ohne Witz. So ein schielender Scharfschütze. Welchen von diesen dreien soll ich treffen? Die sind viel zu schnell, die bewegen sich viel zu schnell gleichzeitig. Die laufen zickzack und so. Ich glaub, das ist eine Synchronband. Dabei sitzt der Typ nur auf dem Stuhl, genau. Die laufen zickzack. Wie schnell soll ich alle drei treffen? Wahrscheinlich war das der Typ, der Kennedy erschossen hat, wollte eigentlich sich selbst töten. Ich wollte eigentlich sich selbst Kennedy getroffen, genau. Das ist ein Suizidversuch aus dem achten Stock. So, der hat Kennedy getroffen. Wie erkläre ich das jetzt meiner Frau? Der Oswald, oder wie hieß der? Angeblich, Digga. Glaubst du das? Also, nein, Mann. Mittlerweile, hey, es gibt heutzutage, es ist so eine verrückte Zeit. Kennt ihr die Gambino-Family, Colombo-Family? Ja, wer kennt die nicht? Aber die und die ganze Mafia? Wie die sich kennen, hau drauf. Der Unterboss der Colombo-Family ist ausgestiegen. Sein Vater hat sogar einen Auftragsmord gegeben. So findet mein Sohn, bringt ihn um. Und der Typ hat jetzt einen YouTube-Channel. Michael Francis. Und der sitzt da und erzählt Stories, wie es war, Unterboss zu sein. Und montags hat er so Mob Movie Monday. So, hey everybody, it's Mob Movie Monday and today we are watching The Sopranos. So, und dann läuft eine Stelle von den Sopranos und der analysiert, wie realistisch der Film ist. So, und dann hat er manchmal Gäste. Kennt ihr Donnie Brasco? Natürlich, Alter. Der hat den echten Donnie Brasco angeskypt. So, hey Donnie, how you doing? Hey Mikey und so. Weißt du, wie Klassentreffen. Mike Tyson kommt zu Besuch und alles und... ist krass. Und die Leute kommentieren so, hey, was ist aus der Welt geworden? Jetzt haben schon Mafia-Bosse ihren eigenen YouTube-Channel. Und so, ja, die versuchen sich auch nur anzupassen mit der Zeit. Und Sammy Gravano hat jetzt auch einen YouTube-Channel. Jede von denen, plus es gibt so eine richtig geile Serie davon, weil du gerade gesagt hast, Mafia-Bosse beurteilen Mafia-Filme. Ja, es gibt in allen genau. Kategorien. Ganz richtiger genau. Hacker beurteilt Hacker-Filme. Genau, das ist das GQ oder wie das GQ, oh mein Gott, das sind solche Genies. Das ist, und die zwei Unterbosse, der Unterboss von John Gotti und der Unterboss der Colombo-Family, die haben jetzt einen YouTube-Channel. Weißt du, was mein Kopf immer fickt? Manchmal kommen da so Sachen wie Terrorist beurteilt Terroristenfilme. Das ist krass. Ey, das ist so, dass die nicht Stress mit dem FBI kriegen. Weil in der Sekunde, wo du die hast, musst du die eigentlich melden. So verurteilter Pädophiler beurteilt Kinderpornos. Ah, that's not realistic. Aber das Schlimme ist... Ja, stoppt so. You get no kid with Kinderschokoballs. Fuck, Alter. You need Cineminis at least. Pokémon-Karten, die so alt sind, das geht nicht, Alter. Das geht nicht. Was safe Glurak. Für so ein Kaliber. Glurak, Mewtwo in den Kofferraum, aber sonst. Kriegst du nicht mit einem Raupi, Alter. Raupi? So ein Low-Budget-Typ, das kommt oh, schon. Shit. Ich hab doch auch nichts mehr. Arsch. Alter, wie kaputt das ist, aber krank gut. Das ist unser Arno halt hier in der Gruppe. So. Ja, das ist gut, aber es ist etwas krank. Ja, guck mal, das Problem ist, wenn alle die Schweiz nicht da ist und dann so ein vercrackter Russe Tschetschenen-Stunt-Double, das ist irgendeiner Muss. Ich trinke noch so ein Glas Wein. Nun ja, es ist gut.
Die Falltür muss noch nicht aktiviert werden. Du hast nicht mal einen Raupi, Alter. Du hast nicht mal einen Safkorn, Alter. Alter, das sind richtig geile Dinger, Alter. Ich schwör's, ich liebe das. Was ist so dein Lieblings-Mafia-Typ von allen? Von allen mein Lieblings-Mafia? Lucky Luciano. Wirklich? Warum? Warum? Weil der Typ wurde zusammengeschlagen und erschossen und die haben sein Gesicht zerstochen, um sicherzugehen, dass er tot ist. Und dann haben die ihn aufgehängt und dann hat er überlebt. Okay. Und kam zurück und hat alle Bosse niedergemäht und hat dann dieses Five-Family-Ding gegründet. Und er ist eigentlich der Ursprung der US-Mafia-Bewegung. Wow. Ja. Wie dieser Film 22 Bullets mit Jean Reno, weißt du noch? Ja, den aber nicht mit Messer, sondern genau, mit Tuch. Ja, Boardwalk Empire haben das ja verfilmt. Der war ja mit Maya Lansky und den ganzen so zugange. Und der ist so, das seine Geschichte ist extrem spektakulär. Also, Lieblingsdiktator? Liebling, ich kenne keinen. Ich kenne nur 3, 4, nur so eine Handvoll. Echt? Ja, wen gibt's da? Mao, Adi, Saddam, Recep, Saddam. Gut, den darfst du nicht nennen, sind direkt deine ganzen Russen-Fans weg, ne? Hast du nicht auf, als ob du nicht auf Netflix. Weißt du, warum in Russland keine Frau Präsident werden kann? Warum? Weil Putin keine Frau ist. Okay, das war's. Liebe Putin, bester Mann. Weißt du, wer mein Lieblingspräsident ist? Der von Tschetschenien, der Kadyrov. Hast du mal den aus Bulgarien gesehen, dieser Schrank? Der Kadyrov ist auch Schrank. Arme wie ich Beine. Voll dazu, wie hat der Zeit für irgendwelche Geschäfte? So Regierungsdienst, ist mir anstrengend, oder nicht? Ich glaube, hochgeprügelt oder so. Er prügelt immer noch. Ja. Dass da irgendjemand reinkommt. Ministeraufnahmeprüfung, einfach nur 3 Zähne rausschlagen. Ohne Witz. Oh, ja, dort, ja. Mein Lieblings of all time, Kadyrov. Der ist wirklich der beste Typ. Jedes Mal, wenn die ihn fragen, hey, was mit den Homosexuellen in Tschetschenien? Hier gibt es keine Homosexuellen. Wenn du welche findest, nimm sie mit nach Kanada. Einfach so. Einfach so, ja, krass. Manche Länder das sind... Das ist dein Lieblingstyp. Manche Länder sind mental irgendwie 500 Jahre zurück. Das ist so, da liest du so die Zeitung, wo war das? Iran, Irak. Ein neuer Fortschritt, so ab jetzt ist es erlaubt, dass Frauen auch das Stadion besuchen dürfen. Ja. Wo du denkst, boah, krass, ihr macht Fortschritte. Es ist ja, Stadion dürfen die besuchen? Macht so weiter und sie dürfen ihren eigenen Werkzeugkasten besitzen. Nein, die dürfen, das habe ich falsch, das habe ich anders gelesen. Also die dürfen das Stadion besuchen, aber trotzdem nicht rein. Also die dürfen von außen drauf gucken. Ach so. Die dürfen so. Ja, da war auch eine Frau in Saudi-Arabien, die wurde vergewaltigt von ein paar Leuten und dann wurde sie verurteilt, hat 10 Peitschenhiebe gekriegt, weil sie ohne Erlaubnis ihres Mannes das Haus verlassen hat. Das ist die Vergewaltigung wurde nicht bestraft, sondern der Akt des Hausverlassens. Ja, ja das war sie. Das war ihr eigenes Ding. Ist weil das sie krass? Meine, ist das der krasse Unterschied? Aber ich sage, es ticken noch so viele so. Ich habe letztens einen Post gemacht gegen Homophobie. Auf Instagram in der Story. Ja, ist der falsche Ort für dich. Und sind direkt 700 Holzrussen gefolgt, ne? Abgesprungen. Ja. Direkt von 11,8 auf 11,2. Und Shitstorm und Nachrichten und alles. Du bist eine Schande für Russland und so. Junge. Kadyrov kam direkt vorbei, hat die Schwitzkasten genommen. Das finde ich so schade an Social Media. Du kannst frech sein, ohne Konsequenzen zu kriegen. Aber sobald du Haltung zeigst, wirst du gefickt. Das ist das Krasse. Ja. Ist halt ein Filter. Haltung heißt Filter. Ja. Das stimmt, Alter. Bloß das Ding ist, dass bei diesem Gesetz, was du gesagt hast, dass man das so aufsortiert, dass man sagt, okay, bevor die Straftat stattgefunden hat, was ist vorher passiert, wenn das vorher illegal war, das faszinierendes Rechtssystem, dass wenn du etwas an, zum Beispiel, du klaust etwas, ne? Du klaust ein Fahrrad, fährst damit weg und danach rettest du irgendjemanden. Dann ist trotzdem alles, was du danach machst, schon illegal, weil das mit etwas Illegalem begonnen hat. Das fickt voll meinen Kopf. In Deutschland ist es aber nicht so. Es gibt so. Ja Leute, die sind noch vorbestraft, weil sie homosexuell sind, weil es damals noch verboten war. Sowas. Oder wenn du eine Kameraaufnahme hast, in den USA zum Beispiel, wenn du aufgenommen bist, wie du jemanden tötest. Mhm. Ne? Und zeigen die das, wirst du in Deutschland safe verurteilt. Ah, oh, okay, das ist ja. Mittlerweile mit Deepfake kann man das eh wieder anfechten. Ne? Aber in den USA, wenn das Video illegal aufgenommen wurde, mit so Überwachungskameras, ohne dass das deine Zustimmung hatte, zack, links, rechts, Beweismittel wird raus aus dem Gericht genommen, wird den Geschworenen nicht gezeigt und du wirst ohne dieses Video weiter verurteilt. Ja, weil es ein illegales Beweismittel ist. Genau. Obwohl sie schon wissen, dass der Mord stattgefunden hat und du schuldig bist, darf das nicht genommen werden und wenn sie dann kein anderes finden, kannst du noch freigesprochen werden, obwohl die bereits wissen, dass du Mörder bist. Bester Satz vom Gesetz der Rache. Es reicht nicht, es zu wissen, du musst es beweisen. Ja, das ist auch von Training Day. Was ist dein Lieblingsfilm? Mein Lieblingsfilm? Mein absoluter Lieblingsfilm? Revolver. Warum? Hast du den gesehen? Ja, der Revolver. Das ist einfach... Jeder hat ja einen Feind, ne? Jeder hat ja so einen Feind. Aber
Im Revolver geht es ja, dass zwei Mafia-Bosse sich bekriegen. Jason Statham und Ray Liotta. Und eigentlich, es gibt keinen Feind. Das, was du an dir nicht leiden kannst, reflektierst du nach außen an einer anderen Person. Verstehst du? Du lenkst dich davon ab, wie du bist, indem du das, was du unterdrückst, nach außen projizierst. Und dann entsteht ein Feindbild. Und das kannst du sein, weil du in die Schablone passt. Oder du. Und dann fängt es an, ich kann ihn nicht leiden. Eigentlich, wenn du weise bist, müsstest du sagen, was habe ich in mir und verdränge, dass ich in ihm sehe, weil du bist eigentlich die Ursache. Es ist, wenn du jetzt zum Beispiel eine Frau hast, ja, die dich erniedrigt und peitscht und alles, und du verlässt sie von heute auf morgen, wenn du dabei keine Erkenntnis kriegst, ist nur noch eine Frage der Zeit, bis du wieder so eine kriegst, wo es wieder von. Du hast quasi nur die Schauspieler gewechselt, aber nicht dein Drehbuch. Da fällst du immer wieder ins gleiche Muster dann. Ganz genau, ja. Ganz genau. Feindbilder sind bloß Projektionen von deinen inneren Dämonen. Ja, das ist ja auch in der Musik so. Wenn du zum Beispiel alle Instrumente auf den A-Ton einstellst und den A-Ton spielst, dann schwingen alle mit. Das ist ja Resonanz so quasi. Und du ziehst immer die an, nicht die du willst, sondern die du brauchst. Das ist ja eigentlich das erste Gebot, wenn du eine Geschichte schreibst oder wenn du einen Film machst. Alle Figuren müssen kriegen, was sie brauchen, nicht was sie wollen. Ja, wir müssen so 5 Minuten auf die Bühne und wir müssen jetzt noch da vorne zu so einem fucking Interview leider. Alles klar. Digga, das waren die besten Worte aller Zeiten. Das muss man richtig schön rauskristallisieren. Feindbilder sind einfach nur Projektion von deinen inneren Dämonen. Um dein Ego zu schützen. Ganz genau. Und das Zweite ist, deswegen gelangen zum Beispiel voll der gute Tipp an Frauen, Alter. Es gibt voll viele, die sagen, ich ende immer mit Arschlöchern. Und umgekehrt auch, ja. Genau, ich ende immer mit Frauen, die mich so peitschen. Ja, so. Stimmt. Und viele von meinen Kumpels, die haben immer wieder Stunt-Double-Freunde. Ja, die gleiche. Umgekehrt auch Frauen, die immer nur irgendwelche, was weiß ich, Lutscher, Machos, irgendwas. Auch mit Freundschaften oder mit Business. Ich habe immer Pech im Business. Warum? Meine Chefs sind alle Arschlöcher. Warum? Und so weiter. Wiederhol diesen Satz mit diesem Schauspieler, der überragt. Du änderst quasi den Schauspieler statt das Drehbuch. Digga. Digga, du kannst gerade mit ins Radiointerview kommen, dann können wir den gleichen Scheiß weitererzählen. Okay. Auf geht's, kommen wir eben gerade zu dritt da rein. Alles klar. Also das ist wieder mit X, mit Nikita Miller. Bam. Ragen, Alter, das ist doch richtig.